Liebe Leute, willkommen zurück zu New World. Und ja, ihr seht ganz richtig, ich habe meine Facecam gespiegelt, denn einige von euch haben gesagt, das sieht aus, als ob du nicht zum Spiel guckst, und das triggert mich. Leute, mache ich jetzt erstmal so. Kann nicht garantieren, dass ich immer daran denken werde, aber für den Moment schon. Wo wollen sie mich haben? Da hinten. Habe ich viele Krempel dabei? Nö, gar nicht. Dann schauen wir mal, was hier möglich ist. Ja, das ist wirklich sehr ungewohnt, dass ich da hinschaue. Verstehe aber total, was ihr damit meint. Aber gut. Was ist denn hier so laut? Achso. Klang wie ein Bär, aber war kein Bär. Wieso leuchtet der so? 32. Okay. Der scheint auf der Jagd zu sein. Was haben wir denn hier? Lebensjuwel, den hatte ich doch in der letzten Folge schon mal. Oho, sehr schön. Schimmernder Magnetit. Warte mal, was ist das hier? Nee, das ist Felsen. So, es hat auch ein Update gegeben, 1,9 Gigabyte. Mit ganz vielen Veränderungen. Viele natürlich eher so Kleinigkeiten, aber ich bin sicher, wenn man das schon eine Weile spielt, dann nerven einen hier und da auch Kleinigkeiten. Und vielleicht ist ja euer Problem jetzt gelöst. Kann man natürlich alles im Patchlog nachlesen. Aber man merkt schon, seitdem so dieses Update kam mit dem, mit dem neuen Map-Gebiet und dem neuen Server-Restart und so weiter, da war schon so, da kam so richtig Leben rein wieder in New World, habe ich den Eindruck. Nicht nur im Spiel selbst, sondern auch in Foren und auf Twitter und so. Da haben Leute plötzlich wieder von gesprochen. Und bei beliebten Live-Spielen auf YouTube war dann auch New World mit dabei und so. Also es lebt scheinbar wieder auf, was natürlich schön ist. Das freut mich total. Und ich hoffe, dass ich das aufrechterhalten kann. Und ich hiermit noch viele Tage und Monate Spaß haben kann. Ist der Ort. Ballard Anwesen. Sehr schön. Wolfsalgenwolf. Nee, Wolfsgalgenwolf. Das ist doch ein schönes Bild, Leute. Das gibt's für euch. Dann wollen wir mal schauen, was ich hier oben finden kann. Jetzt auf jeden Fall ein bisschen Eisen.
Na gut. Gönn es dir. Sag mal. Oh, jetzt ist aber schnell dunkel geworden. Ah, what? Sehr gut. Und zack, Nacht. Sehr gut. Wundergut. Und haben wir noch einen hier irgendwo rumzulungern? Ja, hier. Warte mal, sind die vielleicht hier drin noch? Albträume. So, aber ich muss noch mal ein paar umhauen. Haben wir nicht noch welche? Das war's schon. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn so viele Spieler an einer Ecke sind. Das waren jetzt nur zwei oder drei, aber zieht der da unten dazu? Ah, hier gibt's doch was für mich. Nee, doch. Nee. Da ist einer. Besiege Federate Inquisitor. Ah, da ist er. Und dann noch einen. Der ist down. Und einer fehlt noch. Der nicht. Der ist es. Zack. Eier hab. Nee. Sehr schön. Ja, das lief doch ganz gut. Den haben wir besiegt. Oh, jetzt wird es wieder Tag. Sehr schön. Habe ich ein bisschen Munition bekommen? Nee. Bin ich denn eigentlich?
Ja, Stufe 39 werde ich heute wohl nicht schaffen. Aber das macht tatsächlich nichts, denn mein obergeordnetes Ziel aktuell ist es ja tatsächlich, so ein bisschen die Quest-Stufe auf meine eigene Stufe anzugleichen. Also wenn das jetzt hier 5 Level drunter ist oder so, ist es jetzt auch nicht so dramatisch, aber wenigstens so, dass es nicht mehr so super einfach ist. So, Freundchen erledigt. Gesegnet sei der Funke. Dir geht es gut. Ich hörte, dass das Lager des Generals kurz nach deiner Abreise fiel. Das ist ein herber Schlag für unsere Streitkräfte. Was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass ich die Befehlsgewalt habe. Nun, irgendwie schon. Aber um ganz offen zu sein, ich habe mich nie für eine Führungsposition interessiert. Entscheidungen zu treffen ist nicht meine Stärke. Ich bin lieber an der Front und kämpfe in der Schlacht. Sehr schön. Ganz unter uns. Hin und wieder gerät mein Glauben ins Wanken. Aber in dir sehe ich den hellen Funken. Ja, ich würde dir wohl jederzeit in die Schlacht folgen. Oh. Ich habe mich wohl selber in diese Lage manövriert, nicht wahr? Ach, ich muss nachdenken und mich mit den Offizieren des Bündnisses beraten. Ich verspreche dir aber, dass zumindest ich zu den Verhandlungen komme. Wenn du das willst, nenn mich einfach Emil. Was für einen Sinn haben Titel, wenn das Ende der Welt bevorsteht? Sage einfach, wann und wo die Verhandlungen stattfinden, und ich werde dort sein. Hoffentlich stempelt mich die Zeit nicht zum Narren ab. Wobei das schon so sein könnte. Okay. So, dann wollen wir mal eben schauen. Habe ich das hier bereits? Nee, das habe ich jetzt gelernt. Immer noch der bessere Helm. Was ist das hier? Starker verderbten Schutztrank.
Raiders Höhle. Raiders. Oh, 32. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Oh, das merke ich wohl auch. Oh, was geht denn jetzt ab? Eieiei. Ganz ruhig, kann ich mich kurz mal erholen? Hab ich gar keinen Trank mehr dabei? Doch, hier. Nee, hier. Bitte. Was will er denn jetzt? Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Eisen und... Sehr schön. Da muss jetzt aber viel rausspringen. Ah. Naja, gut, 26. Dann hole ich mir das hier noch. Sehr schön, hol mir die Kiste. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie unentdeckt rauskommen. Jetzt, ah ja doch. Im neuen Seelenwächterlager von deinem Erfolg. Ist das hier Roncalli oder was? Ah, da ist er ja. Ganz hinten im Raum.
hat er sogar eine Rüstung an. Was hältst du von unserem neuen Lager? Es ist nicht viel, aber wie sagte Plato bereits, der Beginn ist der wichtigste Teil der Arbeit. Diese Festung kommt mir bekannt vor. Ich war schon einmal hier. Freut mich, dass es dir gefällt. Von hier aus werden wir unser edles und vergebliches letztes Gefecht kämpfen. Schmeckst du es? Diesen schweren, kränklichen Geschmack? Wir nähern uns dem Herzen der Verderbnis und damit auch dem Sturmwind. Du zogst also los, um die Herzen, Seelen und Gedanken der Bündnisleute zu gewinnen. Sie waren für dein Anliegen nicht sehr empfänglich, wie? Im Ernst? Das ist in der Tat überraschend. Du kannst die Leute echt um deinen Finger wickeln. Wenn das Bündnis reden will, wollen es die anderen Kriegstreiber vielleicht auch. Wer kommt als nächstes? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Der Name erinnert mich eher an eine Diebesgilde. Sind das die mit der pechschwarzen Tracht und dieser Schnabelmaske? Ah ja, ich habe mal einen von denen getroffen. Er eilte wohl zu einem Schlachtfeld. Ich sagte ihm, kenne deine Feinde und kenne dich selbst. Aber Sun Tzu kannten sie gar nicht. Die Syndikatler sind mir vielleicht tolle Gelehrte. Viel Glück. Suche den Anführer des Syndikats im Webermoor auf. Schauen wir mal, 2 Kilometer in die Richtung. Über einen Schnellreisepunkt. Komme ich irgendwie dahinter? Ja, sehr gut. Ebenfalls unentdeckt, auch das unentdeckt. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Jetzt habe ich eine Markierung gesetzt. Ja, manchmal frage ich mich schon, ob das hier sinnvoll gewesen wäre, Pferde oder sowas zu haben oder irgendeine Form von Reittier. Denn man läuft schon echt viel. Ich meine, klar, es gibt immer die Möglichkeit, schnell zu reisen, auch wenn das jetzt gerade nicht möglich war, weil ich es noch nicht entdeckt habe. Aber so im Allgemeinen, der Atmosphäre wegen, wäre es schon ganz nett. Aber dann würde das wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut funktionieren und dann müsste man auch neue Mechaniken einbauen. Wie Kampf vom Reittier aus und so. Ja, weiß ich nicht. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn Leute sagen, ey, das ist mir einfach zu viel gelaufen und so. Aber ich meine, wie gesagt, die Schnellreiseoption ist ja da. Aber ist jetzt natürlich nicht das einladendste Gameplay-Feature. Wobei mich das gar nicht so sehr stört. Ich mag das. Ich mag ja auch Death Stranding zum Beispiel. Das ist ja nur Laufen. Ich finde, das hat immer was. Vor allem, wenn man dann Sachen entdeckt und so ein bisschen die Atmosphäre genießen kann. Das gefällt mir schon ganz gut. So, ich glaube, das sind keine Freunde, obwohl... Lichtholz Kleinstadt, Blind Pirates.
ist das denn für einer? Oh, what? Okay. Okay. Gut zu wissen. Noch einer. Eieiei, das sieht aber sehr einladend aus. Da haben wir schon mal einen Wolf. Sehr düster auf jeden Fall. Du. Was ist da? Hier so ein kleiner Imbiss. Hier. Ach, das ist er. Das ist doch Steven Seagal. Gib mir einen Moment. Wo ist das Testglas schon wieder hin? Und dann brauche ich noch die Pflanzenblätter, um die Dämpfe aufzufangen. Und dann sind wir unsere Sorgen los. Ich koche Bärenurin. Meine Theorie ist, dass der Phosphor im... Ach, ich zeige es dir besser, wenn es fertig ist. Ich muss nur die richtige Formel finden. Oh, Stufe 39. Tut mir leid. Ich sehr dachte schön. Nur, du brächtest mir die Destillierkolben. Darf ich mich vorstellen? Meine Eltern nannten mich Theophrastus Bombastus. Ansonsten waren sie aber gute Eltern. Du kannst mich einfach Dr. Theo nennen. Ja, gut. Das war eine sehr anregende Konversation. Aber ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich weiß vom Vorrücken der Verderbnis weiter nach Süden. Ich werde wohl schon bald umziehen müssen. Ich studiere die Verderbnis lieber, als sie zu bekämpfen. Ihre Kontrolle über den Wirtskörper ähnelt Pilzen. Zudem ist das Syndikat mit Kämpfen gegen die anderen Fraktionen beschäftigt. Du beliebst zu scherzen. Ich liebe gute Hypothesen, aber momentan brauche ich dringend ein Bärenabwehrmittel für mein Team. Der Urin funktioniert sicher, aber wer weiß. Ja, finde ein Mittel gegen Bären und wir können reden. Okay, das mache ich jetzt gerade mal nicht. Oho! Vielen Dank. Oh, was?
So hier, also ich verstehe, die Farbe grün und blau und so gibt es alles, ist ungewöhnlich. Was bringt mir denn ungewöhnlich? Bringt mir das irgendwas? Denn die Werte sind eindeutig besser von dieser gewöhnlichen Muskete. Ich sehe da nicht ganz den Sinn. Ich kenne das natürlich auch aus anderen Spielen, aber ich habe mich immer gefragt, ist das einfach nur so ein Status, so irgendwie legendär, irgendwie bei Destiny oder sowas, glaube ich. Ich blicke da nicht ganz durch. Warum ist ungewöhnlich? Hier ist eine gewöhnliche Muskete der Stufe 3 mit 387 Rüstwert und 413 Schaden. Das ist doch in jedem Fall besser als die andere da drüben, oder nicht? Keine Ahnung. Wie sieht es hiermit aus? Brauche ich nicht. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Heute leider ein bisschen kürzer, aber immerhin ein bisschen was geschafft. Also bis dahin, ciao.